Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir erklären, wie du mit Hilfe von Zehnerpotenzen Meter pro Sekunde in Kilometer pro Stunde und Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde umwandeln kannst. Konkret anhand der Aufgabe 20 Meter pro Sekunde in Kilometer pro Stunde und 36 Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde. Wir beginnen mit 20 Meter pro Sekunde. Du erhältst 20 Meter pro Sekunde. Wir wandeln zunächst um. 20 ist 2 mal 10 hoch 1. Um eine Zehnerpotenzdarstellung zu bekommen. Für Meter wollen wir Kilometer einsetzen, deshalb brauchen wir die Zehnerpotenz 10 hoch minus 3 und dürfen dafür in der Einheit Kilometer schreiben. Um von Sekunden auf Stunden zu kommen, eine Stunde hat 3600 Sekunden. Setzen wir nun 3600 ein. In einem nächsten Schritt werden nun alle Zahlen mit Hilfe von Zehnerpotenzen dargestellt. Somit erhalten wir 2 mal 10, das bleibt gleich, mal 10 hoch minus 3, so wie oben. Und für 3600 schreiben wir 36 mal 10 hoch 2. Die Einheit Kilometer pro Stunde dürfen wir hier schon übernehmen. 10 mal 10 hoch minus 3 mal 10 hoch 2 ergibt 10 hoch 0, das ist 1. Somit müssen wir nur mehr 2 mal 36 multiplizieren und erhalten 72 Kilometer pro Stunde. Nun zu 36 km pro Stunde in Meter pro Sekunde. Wir erhalten 36 km pro Stunde. Das sind 36 mal 10 hoch 3 Meter. Für eine Stunde können wir 3600 Sekunden einsetzen. Nun wandeln wir auch hier die 3600 um in 36 mal 10 hoch 2. Die Einheit Meter pro Sekunde dürfen wir gleich hier verwenden. Du erhältst nun eine ganz einfache Rechnung. 36 durch 36 ist 1 und 10 hoch 3 durch 10 hoch 2 ist 10 hoch 1 und somit 10. Unser Endergebnis ist somit 10 Meter pro Sekunde. Ich zeige dir hier nun eine Schnellversion von Meter pro Sekunde in Kilometer pro Stunde. Du multiplizierst, um von Meter pro Sekunde auf Kilometer pro Stunde zu kommen, mit 3600 durch 1000. Das heißt, du multiplizierst mit 3,6. Der umgekehrte Weg, du dividierst durch 3,6, denn du rechnest mal 1000 und durch 3600. Somit fassen wir hier nochmal das Endergebnis zusammen. 20 Meter pro Sekunde entsprechen 72 Kilometer pro Stunde. Und 36 Kilometer pro Stunde entsprechen 10 Meter pro Sekunde. Die Aufgabe ist gelöst.